Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, ein schöner Herbsttag geht zu Ende. Eben gab es noch mal richtig Gewitter, jetzt sind die Temperaturen noch ein bisschen runtergeknallt. Und ja, der Herbst kommt also. Und viele fragen mich jetzt zu dieser Zeit immer, soll ich meinen Rasen vor dem Herbst oder im Herbst noch mal düngen? Und ja, ein ganz klares Ja. Und warum, das möchte ich euch auch jetzt einmal sagen. Ja, warum soll ich meinen Rasen jetzt im Herbst nochmal düngen? Das Wachstum wird auch eingestellt. Ganz wichtig, es geht nicht ums Wachstum, es geht darum, dass der Rasen gekräftigt durch den Herbst und Winter kommt. Der soll gar nicht mehr unbedingt jetzt wachsen, sondern der soll jetzt mit einem Kaliumdünger gedüngt werden. Das ist ein spezieller Rasenherbstdünger, der eben ja, den kräftiger macht. Ja, Kalium macht den Stängel hart, sagt man als Witz immer so unter Gärtnern. Und das ist auch bei Pflanzen so, dadurch kräftigt man die einfach. Ansonsten jetzt im Frühjahr und Sommer, da nimmt man einen Stickstoffdünger, damit der Rasen schnell wächst, Lücken schließt und ja, schön grün und saftig ist und eben ein gutes Wachstum hat. Und das braucht man im Herbst nicht. Hier braucht man eben einen kräftigen Rasen, der robust ist und durch die kalte, dunkle Jahreszeit kommt. Und das unterstützt man eben mit einem Herbstrasendünger. Wie ihr mit diesem Dünger verfahrt, wie ihr den anwendet, dazu habe ich euch das Video hier verlinkt. Das könnt ihr euch einmal angucken, habe ich schon mal gemacht. Ja, ich hoffe, es war informativ. Ich hoffe, Frage ist beantwortet. Und einen Daumen nach oben freue ich mich. Bis dann, euer MacPaverick.